Ein kurzer Anlauf, Absprung und schon fliegt die kleine Kugel meterweit durch die Luft. Auf einer Fläche an der Ulmstraße in Stollhamm trugen am Samstag bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt die Klutschießer Landesverbände Oldenburg und Ostfriesland ihren Länderfeldkampf aus und setzten damit eine lange Tradition fort. Klotschießen kommt eigentlich aus dem Mittelalter. Da haben sich früher die Einwohner hier an der Küste, hier in Friesland und Ostfriesland, gegenüber die Seeräuber gewehrt oder abgewehrt, dass sie nicht an Land kommen und dann hier ihre Raubzüge machen. Klotschießen zählt demnach immer noch als Krönung des traditionellen Friesensports und ist weitaus älter als Boßeln. Bei dieser Sportart kommt es vor allem auf eines an. Dies ist ja nun der Feldkampf. Der Feldkampf geht ja darum, dass es jetzt ein gefrorener Boden ist. Und das ist ja auch schon seit Urzeiten, kann man sagen, so zwischen Oldenburg und Ostfriesland so eine Rivalität. Die haben ja auch dieses Brett dann und dann versuchen, so weit wie möglich zu werfen. Und die Entfernung eines Wurfes von Abwurf bis Aufprall, das ist dann die gemessene Meterzahl an. Im Hus an Sihl haben die Ostfriesen als Verlierer des bislang letzten Wettkampfs, der 2012 im ostfriesischen Utgast ausgetragen worden war, die Oldenburger herausgefordert. Und die haben angenommen. Gewöhnlich läuft der Feldkampf über 2 Tage. Für das Wochenende sagt jedoch der Wetterbericht voraus, dass am Sonntag der Frost bereits wieder nachlassen soll. Und alles, was die Klotschießer nicht gebrauchen können, ist ein weicher Boden. Hier ist es jetzt beim Feldkampf so, sollte der Boden sehr gefroren sein, damit wir auch diesen Trüll dabei haben. Gerade eben haben Sie bei den Oldenburgern gesehen, der ist ja aufgekommen und ist ja auch noch sehr weit gerollt. Das ist der Trüll, der damit zukommt und das zählt heute mit. Für echte Klotschießer-Fans steht aber nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund. Es ist ein Erlebnis. Sie sehen ja selber die Zuschauer, die haben da sehr viel Freude dran und jeder feuert jeden an. Und das ist die Atmosphäre. Wir sind, man kann sagen, eine riesengroße Familie. Das erste Mal ist ein Länderkampf, wie man zurückdenkt und auch geschrieben steht, dass das erste Mal im März stattfindet. Das ist beim ersten Mal draußen die schöne Luft und dann die ganze Atmosphäre und es ist einfach nur toll. Das fanden auch die Zuschauer, die am Samstag zahlreich erschienen sind, um die Klotschießer anzufeuern. Bei so viel Ehrgeiz, Spaß und guter Laune drücken wir die Daumen, dass bis zum nächsten Länderfeldkampf nicht wieder 6 Jahre vergehen müssen.